Also, wir kosten Sie seit Angie. Angie ist noch am Maschsee und es geht um Wirbelsäule. Wir haben ja gerade den Nacken schon trainiert und jetzt geht es um die Beweglichkeit der Wirbelsäule und schöne Dehnung in den Schultern. Also genieß das einfach und komm mit. Wir sind immer noch am Boden. Setz dich einfach hin. So, ich komme mal so rum. Als erstes ganz normaler Sitz. Arme raus, Arme rauf. Jetzt drehen wir uns mal in die erste Richtung. Kommen wieder zurück, gehen anders lang. Gehen zurück, machen das Ganze nochmal. Jawohl, mit Ausatmen, wenn es geht. Und nochmal Luft raus. Und Luft raus. Einer mehr. Letzte. Und locker lassen. Beine lang machen. Vielleicht ein bisschen mehr öffnen. Können wir nämlich mit langen Armen drehen. Und jetzt ziehst du die Fußspitzen an und gehst Richtung Füße. Wenn du sagst, komme ich ja gar nicht ran, geh zum Unterschenkel, okay? Und wieder zurück. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und kurz entspannen. Wir haben jetzt einfach nur die Arme verändern, da musst du mal ganz kurz gucken. Ja, und zwar, wenn ich jetzt drehe, mein hinterer Arm dreht um. Wenn ich den jetzt hochdrücke, müsstest du hier den Trizeps spüren. Okay, das probieren wir mal. Füße flex, also Spannung drin. Und jetzt geht's. Eins. Der hintere Arm zieht hoch. Zwei. Du drückst ihn nach oben. Vier. Und fünf. Und sechs. Und 7 und 8 und wieder entspannen. Jetzt werden wir das nachziehen. Wer Pilates macht, kennt diese Übung. Sie heißt die Säge. Füße flex. So, wir nehmen dieselben Arme. Der hintere Arm geht wieder hier hin. So, und der andere zieht jetzt nach vorne. So, zieh deinen Bauch ein. Du federst dreimal über den Fuß. 1, 2, 3. Mitte. 1, 2, 3. Mitte. 1, 2, 3. Mitte. 1, 2, 3. Wir haben noch 4 Mal. Und 1, 2, 3. 3 haben wir noch. 1, 2, 3. 2 hast du noch. 1, 2, 3. Letzte Mal. 1, 2, 3. In die Mitte. Entspannen. Relax. Beine wieder zurück. Dann haben wir eine schöne Dehnung im oberen Rücken und dann nimmst du wieder deine Hände, Finger hier oben rauf, als erstes die Ellbogen zusammen, das kennst du, und zurück. Okay, wir starten und 1, 2, spür den oberen Rücken, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und jetzt guck mal zu mir, ich gehe jetzt zu meinen Knie. Und wieder zurück. Komm mit und 1. Und 2. Und 3. Ausatmen 4. Ausatmen 5. Und 6. Und 7. Letzte Mal. Und locker lassen. Und lange Beine. Ja, das haben wir schon mal eine Menge geschafft, würde ich sagen. Ja? Okay, wir werden jetzt wieder uns in die Länge ziehen. Wir werden wieder drehen. Okay, ich stelle mal die Beine auf und jetzt gehst du mal mit mir ein Stück zurück und dann spürst du vielleicht so ein bisschen den Bauch. Ja? Hast du Bauchspannung? Okay, und jetzt hast du die Arme hier. So, und jetzt guck mal, was ich mache. Ich drehe auf. Ja, du ziehst dich nach hinten. Da musst du deine Bauchmuskeln spüren, okay? Gehen wir nochmal. Du kommst runter. 1, 2, 3, 4. Jetzt zieh dich auf. Und 1. Und 2. Und 3. Ausatmen 4. Ausatmen 5. Ausatmen 6. 7. Letzte Mal. Wir gehen zurück. Aber noch eine Seite. Okay, 1, 2, 3, 4. Wir sehen uns jetzt nicht. 1, 2, 3,
Ausatmen. 5. Ausatmen. 6. Ausatmen. 7. Letzte Mal. Und zurückkommen. Einmal Luft holen. Jetzt die Hände öffnen, 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 öffnen. Und jetzt nehmen Sie mal nach außen. Und heb mal dein Brustbein an. Spürst du deine Schultern. Und locker lassen. Wie war das Gefühl? Schön. Nochmal. Hände gucken nach vorne. Brustbein hoch. Leichte Hohlkreuzposition. Und bisschen zurück, zurück. Haben wir noch ein. Öffnen, öffnen. Brustbein hoch. Hände gucken nach vorne. Und zurück. Zurück. Jetzt nur noch eintauchen. Bauch reinziehen, Rücken rund. Gehen auf die Brust. Umdrehen. Das kennst du schon. Komm hoch. Und mit einem Lächeln beenden wir das. Genau. Hier wird schon wieder laut. Bis gleich.